Hallo Leute, ich bin wieder da, ihr habt nichts verpasst. Wir sind direkt vor dem Kampf von Gohan vs. Perfektes Cell. Mit der Bedingung, besiege Cell. Wir haben ja gerade eben eigentlich erst gefühlt die beiden Störenfriede von ihrem Plan ein bisschen abgebracht. Und sind jetzt direkt schon im nächsten Kampf, und zwar gegen den Fiesling Cell. Um zu verhindern, dass das Ganze einen schlechten Ausgang nimmt. Gegen Cell könnte das schwierig werden. Wir haben ja schon den einen Kampf gegen Cell hinter uns. Aber es macht ordentlich Schaden. Okay, diese Explosionswelle ist schon mega mies. Aber ich glaube, gegen Cell können wir auch noch ganz gut durchkommen oder vorkommen. Oder formulieren wir es besser, gegen ankommen. Cell ist ja auch ein Charakter, der das Kamehameha kann, der ja fast alle Attacken von den Z-Kämpfern oder auch von den Gegnern der Z-Kämpfern kann. Weil das wissen ja eigentlich alle, dass Cell ja quasi aus dem genetischen Material von vielen Kämpfern besteht. Cell vereinigt, dass vieles von den stärksten Kämpfern aus dem Universum. Was es sich schon eine coole Idee ist. Die habe ich bisher relativ selten erlebt, die Idee. Also die prinzipielle Idee gibt es natürlich häufiger. Gerade auch in Kampfanimes. Aber so umgesetzt wie bei Cell selten. Und wir haben es gegen Cell geschafft. Und das war nicht ganz einfach, wie es schien. Aber wir haben wieder ein Level-Up bekommen. In dem Gelände Cell. Jo, Yoriyoto, Oizu. Yatta! Yatta! Doyara, taskatta yo da na, ore tachi wa. Sehr schön, die Geschichte ist wieder so, wie man sie kennt. Jetzt erst wurde diese Szene wieder, naja. Wir können noch ein bisschen Attribute boosten. Oh, wir haben sogar zwei Level, naja, okay. Wenn dem so ist. Dann booste ich das Ganze mal in die Richtung. Ja. Dann haben wir alle auch noch Kapseln.
Also jetzt, wo die Fussel quasi überwunden ist, müsste ja als nächstes schon die Busaga kommen. Schnuppern wir doch mal rein. Ja. Ach, dann wieder Cyborg-Szenario erst. Und der junge Cell. Es ist doch der Chunks, den wir kennen. Oh, oh. Trunks, 君の存在が歴史から消滅しようとしているわ。 なんですって。あの2人の仕業でしょうね。歴史を変えて俺の存在を消そうとしているのか。時の海王神様、俺は一体どうすれば。落ち着きなさい。消えかかっている今の君が動くのは危険よ。とはいえ、あまり時間はないわ。言ってくれる。すみません。 Eigentlich hat es ja nur diesen Einkampf da auf sich. Also erstmal gegen die beiden Cellboxen und danach gegen den unperfekten Cell. Dann ist das Szenario auch wieder gerettet. Und mit Trunks zusammen, der uns allerdings nicht erkennt. Und Trunks ist einer meiner Lieblingscharaktere, ehrlich, ey. Das habe ich ja schon ein paar Mal betont gehabt. Ich weiß selber nicht mal, warum das so ist, aber Trunks ist halt irgendwie cool. Vielleicht einfach, weil ich dieses ganze Szenario rund um Trunks cool finde. Vor allem der Film, in dem Trunks Geschichte nochmal aufgearbeitet wird. Die Bindung zu Son Gohan. Also Trunks wurde in dem Jahr von Son Gohan quasi im Kampf unterrichtet. Dieser wiederum wurde ja von Piccolo unterrichtet. Das bedeutet, Trunks müsste auch sehr viel noch von Piccolos Kampfstil beinhalten. Wenn es logisch an die Sachen geht. Ey, die Cyborgs sind echt nervig. Aber trotzdem noch gut zu bekämpfen eigentlich im Vergleich zu manch anderen Gegnern. Es ist halt nur nervig, dass es zwei sind. Also ganz einfach sind sie auch nicht wirklich. Gerade die Explosionswellen, die sind relativ nervig. Aua. Kann es sein, dass sie ziemlich viel Ausdauer und Ki haben? Kommt mir das jetzt nur so vor. Oh, Trunks darf auch nicht sterben.
ist ein bisschen nervig. Da müssen wir nochmal neu probieren, das Ganze zu schaffen. Na gut, das macht natürlich irgendwo auch Sinn. Das hatten wir alle schon. Und dass die Szenen auch immer nochmal kommen, Wahnsinn. Na gut, eigentlich ist es ja genau das Szenario.